Es wäre eine unerfreuliche Nebenwirkung der Schweinegrippe von 2009 und 2010. Die Epidemie war ja ausgeblieben, aber der Impfstoff Pandemrix wurde gespritzt, auch bei uns in Hessen. Mehrere Studien aus Skandinavien und Irland zeigen jetzt, dass Pandemrix eine seltene Schlafkrankheit auslösen kann. Der Frage sind wir nachgegangen. Millionenfach ist er gespritzt worden. Pandemrix, der Impfstoff gegen die Schweinegrippe. Auch in Hessen sind über 400.000 Menschen damit geimpft worden. Dieser Impfstoff enthält einen besonderen Wirkverstärker. Gerade dieser steht im Verdacht, eine Schlafkrankheit auszulösen, Narkolepsie. Im Schlaflabor in Treisa forscht Gerd Meyer seit langem über die Auslöser dieser neurologischen Erkrankung. Das ist eine lebenslange Erkrankung und vor allen Dingen die Einschränkung geschieht durch die Tagesschläfrigkeit. Weil die Daueraufmerksamkeit kann für 1,5 bis 2 Stunden gehalten werden. Dann kommt die Müdigkeit, manchmal ist sie auch permanent vorhanden, sodass die Aufmerksamkeit verringert ist, zu Fehlern kommt, zu Leistungsminderung. Nach der Impfung mit Pandemrix sind europaweit über 400 neue Verdachtsfälle von Narkolepsie aufgetreten. In Deutschland sind es bisher 29. Dass es einen Zusammenhang zwischen der Impfung mit Pandemrix und den neuen Erkrankungen an Narkolepsie geben könnte, ist erstmals in Skandinavien beobachtet worden. Ein Zusammenhang ist wahrscheinlich, weil die Häufung der Fälle nach der Grippeimpfung eben doch enorm hoch ist. Ob es einen direkten Zusammenhang zwischen Impfung und Narkolepsie gibt, erforscht das Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Dort wurde Pandemrix auch zugelassen. In anderen Ländern sind erste Studien schon abgeschlossen. In Schweden hat sich ein 6,6-fach höheres Risiko ergeben, für Kinder und Jugendliche nach einer Impfung an Narkolepsie zu erkranken. Und in Finnland ist dieses höhere Risiko sogar bei 12,7. Das Problem, in Deutschland gibt es kein zentrales Melderegister wie in Skandinavien. Die Fälle werden nicht automatisch erfasst, es könnten also noch mehr sein. Thomas Spies ist Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der SPD. Er fordert, neben einer besseren Erfassung der Fälle müsse es auch strengere Auflagen für Pharmafirmen geben. Zunächst mal müsste man dafür sorgen, dass alle Arzneimittelhersteller alle Studien veröffentlichen müssen, nicht nur die, die ihnen gefallen. Dann hätte man nämlich schon viele Informationen vorab und Ärzte könnten auf dem ganzen Spektrum der Information entscheiden. Schon während der Schweinegrippeimpfung hatten einige Gesundheitsexperten vor Pandemrix gewarnt, der Stoff sei nicht ausreichend getestet. Der damalige hessische Gesundheitsminister hatte mehrfach aufgerufen, sich impfen zu lassen. Ein Interview zu den möglichen Impfkomplikationen gibt es heute nicht. Schriftlich verweist man im Ministerium an das Paul-Ehrlich-Institut als Zulassungsbehörde. Eine Impfstoffzulassung durch das Paul-Ehrlich-Institut erfolgt nur, wenn ein Impfstoff vor der Zulassung ausreichend getestet wurde. Im Paul-Ehrlich-Institut selbst erklärt man, zu Pandemrix habe es keine Alternative gegeben. Bei einer Pandemie befürchtet man immer, dass sehr viele Menschen stark krank werden. Und mit den üblichen Methoden, Impfstoffe herzustellen, hätte man gar nicht ausreichend viel Impfstoff machen können. Und zu dem Zeitpunkt hat niemand daran gedacht, dass eine solche Reaktion auftreten könnte, weil, wie gesagt, es gab Studien, da hat es solche Hinweise nicht gegeben. Mittlerweile wird Pandemrix nicht mehr eingesetzt. Dennoch wird es mindestens noch einige Monate dauern, bis Gerd Meyer und auch die Forscher vom Paul-Ehrlich-Institut konkrete Aussagen über den Zusammenhang von Pandemrix und Narkolepsie machen können.